ungewohnt, Entertainment auf einem harten Beat so ruhig zu hören. Strong, wirklich strong. Gefällt mir. Wir hatten, wie gesagt, vorhin Asche, bei Asche sah alles sehr viel cleaner aus im Vergleich zu hier. Entertainment mit Hinterhof habe ich ja lange nicht mehr richtig auf dem Schirm gehabt. Ich habe ab und an mal ein Video über ihn gemacht. Ich habe Feder Gottes und Feder Gottes 2 schon nicht mehr so oft gehört und alles, was danach kam, auch nicht mehr so oft. Aber es ist jedes Mal schon geil, ihn zu hören. Ich glaube, Entertainment war nie mein Hörgenuss. Das war immer so das große Ding. Deswegen habe ich auch so Hits wie Eispalast oder so nie gehört, wo Fans alle immer sagen, das soll überragend sein. Und ich, es ist halt so an mir vorbei. Aber ihr wisst, ich habe extrem was übrig für Lyrics, für Vergleiche, für Reime, für Flow, Patterns, alles in der Richtung Stimmeinsatz. Rap ist halt einfach mein Ding. Genau aus dem Grund denke ich, wir können hier wieder viele Perlen finden. Let's go. Ungewohnte Kameraperspektiven für ein Entertainment, also für mich jetzt. Die Kamera steht etwas über ihm, vor allem am Anfang hat sie ihn ja aus der extremen Vogelperspektive gezeigt. Und auch als er von hinten gefilmt wurde und die Komparsen, mit denen er hier rumgelaufen ist, etwas größer waren als er, so hat es zumindest ausgesehen, wirkte er recht klein. Das war vorher in Videos so noch nicht der Fall. Vorher wurde er immer sehr mächtig porträtiert. Schritte fielen auf dem Hinterhof. Sie flüstern, sobald sie mich sehen. Doch stehen sie vor mir schweigend. Du darfst keinen was erzählen. Ich bring die Szene zum Erschaudern wie das S-Remake und bin ein stadtbekannter Outlaw wie Jesse James. Ich bin der Teufel. Ungewohnt, Entertainment auf einem harten Beat so ruhig zu hören. Nicht falsch verstehen, es ist jetzt keine entspannte Stimmlage oder so, aber wenn man sich anhört, wie er 2015, 16, 17 reingepowert hat, er hat ja teilweise damals so viel Druck gehabt in seiner Delivery, hat so die Zeilen rausgepresst, dass es sich teilweise schon wirklich versabbert angehört hat, weil er so viel Druck in seinem Gesicht hatte beim Rappen. Das hat man richtig raushören können. Gerade hier, so in dem Bereich, extrem viel Anspannung, wodurch sich das Ganze schon sehr nasal und so angehört hat. Das fand ich immer, es ging sehr auf den Hörgenuss. Und ihn jetzt so vergleichsweise kontrolliert mit seiner Stimme zu hören, ist angenehm. Ungewohnt angenehm, auch wenn der Beat etwas härter ist. Ich bring die Szene zum Erschaudern wie das S-Remake und bin ein stadtbekannter Outlaw wie Jesse James. Ich bin der Teufel. Outlaw wie Jesse James, sechsselbig mega. Menschengestalt. Und deine Bitch findet sich wieder an den Fängen der Gewalt. Sie wollen an Ente vorbei. Doch bleiben hinter der Ente da, die Ente da, Forest wie ein englischer Wald. Weil die Ente davor ist und The Forest, der Wald. Aber man kennt krasseres von ihm so, aber es ist nett. Es ist ein Gedankengang. Es ist mal mehr. So zum Beispiel vorhin hatten wir die Reaction auf Asche. Und da hätte ich sowas zum Beispiel gar nicht erwartet, aber bei Entertainment knallt es halt. Beziehungsweise dadurch, dass man es bei Entertainment erwartet, schwächt es die Lines ab, wenn sie nicht ganz so crazy sind. Würde das hier aber einen Rapper bringen, bei dem ich es nicht erwarte, hätte ich direkt eher Props gegeben dafür. Es ist elegant, es hat Anspruch. Es ist interessant jetzt mal bei seinem Stil sowas zu hören. Er setzt mehr rhythmische Pausen als früher. Er zieht die Lines nicht so lang, wie man es von ihm kennt früher. Er macht mehr kreative Adlibs mit rein. Ist interessant, für was für ein Soundbild er sich hier entscheidet. Deine Lippen eist hier mit Pisse, deine Sippe wird vernichtet, deine Spitze bleibt wie ein Gipfel. Immer wenn einer mal. Spitze bleibt wie ein Gipfel. Das ist schon. Das geht schon eher in Richtung. Wack? Oder schlechter Vergleich? Nein. Sechssilbig und auch die coolen ganzen kleinen Binnenreime wie Lipton, Iced Tea und so weiter. Stark. Technisch gesehen sehr stark und sehr variabel auch. Also nicht immer nur blablabla Reime, sondern wirklich abwechslungsreich. Video ist Standard. Naja, also es gibt ein paar nette Einstellungen. Ich mag das, wie die hier zum Beispiel damit gespielt haben mit der Blende, dass der Himmel komplett weiß ist und vorne das weiße Gebäude zu sehen ist und dadurch sticht der Entertainment einfach deutlich stärker raus. Es gibt ein paar coole Videoeffekte, ein paar Standard-Videoeffekte. Ich mag alles, was so in Richtung Motion FX geht, aber zerbombt mich, kommt nix, denn ich löse bekannterweise jeden Konflikt wie John Wick. Nur zweisilbig, aber wie gesagt, sehr viel davon. Sehr gut, sehr routiniert. Nomenreime. Sie zermatscht mit einem Headshot, denn ich bin top wie die Taste über Caps Lock. Sie feiern mich, finden die Story so wild. Und ich komm mit 9 an wie die Gangs im Warriors-Film. Ich habe den Warriors-Film nicht geguckt. Komm mit 9ern. Wahrscheinlich einmal die 9er, die Waffe. Und die in dem Film, die kommen zu 9.
kann ich mir vorstellen, dass das der Bezug sein soll. Dass er am Ende der Zeile immer so dieses macht. So cool, laidback-mäßig. Bin ich von ihm absolut nicht gewohnt. Ja, hier ist wie wir. Und ich komm durchs Runterschreiben hoch wie Schreibmaschinenpapier. Das war eine geile Line. Die finde ich mega, mega, mega geil. Durchs Runterschreiben von seinen Emotionen und Gefühlen und was in ihm vorgeht, kommt er wieder hoch mit seiner Laune. Also ihm geht es dadurch besser. Und wenn man bei einer Schreibmaschine was schreibt und dann drückt, ritt, dann geht das Papier nach oben. Wurde ja auch schon sehr, sehr oft parodiert. Strong, wirklich strong. Gefällt mir. Auch der Reim Schreibmaschinen, Papier, sechssilbig und Nomen. Fett, sehr fett. Videoeffekte, muss ich jetzt nochmal was dazu sagen. Ich finde, dass dieses ganze Ausschneiden von ihm und Maskieren vom Hintergrund, dass er da so reinfadet, das ist jetzt schon ausgelutscht. Also das hätte so zwei, dreimal wäre in einem Video vielleicht cool gekommen, aber das ist jetzt absolut overused und es wirkt so wie, ey, das Video ist voll langweilig, wir brauchen noch irgendwas Actionreiches, was passiert. Und diese ganzen Overlays, die dann noch drüber geklatscht wurden, wirkt sehr planlos und stillos, was schade ist, wenn man es von Videos vergleicht, die Trill Fingers früher gedreht haben. Durch die Trümmer deiner Stadt. Yeah. Du besprichst mit Kippe hinterm Ohr. Nie wieder Kapseln schlucken, nie wieder fliehen vor den Fahndern. Doch ich liebe das Drama. Schlender durch die Trümmer deiner Stadt. Yeah. Du besprichst mit Kippe hinterm Ohr. Wieder Kapseln schlucken, nie wieder fliehen vor den Fahndern. Doch ich liebe das Drama. Nie wieder Kapseln schlucken, nie. Das fand ich ein bisschen komisch betont, weil entweder ist es eine schnelle Triole, nie wieder, oder es ist eine 32. wo das nie normal betont wird und es wieder relativ schnell, nie wieder Kapseln schlucken. Das, was so wie er es ausspricht, ist es keins von beiden. Es ist so eine Mischform und dadurch wirkt es etwas unroutiniert leider. Beat ist sehr standard, er ist relativ langsam, darauf könnte man theoretisch gut Double-Time rappen oder die Triolen auch gut durchbringen. Er rappt halt relativ langsam, was auch vollkommen fein ist, weil er ja gut da drin ist, seine Stimme relativ flächig zu benutzen, also er macht sich Platz auf dem Beat. Snare auf dem Beat ist sehr generisch, also ist dieses typische T-T-T-T-T, was man halt schon kennt. Kick und 808 und so haut mich auch nicht vom Hocker. Ich mag das Synth-Sample, was irgendwie durch den dezenten Einsatz schon fast was Bedrohliches hat. Und das Pad oder Strings oder was da auch immer als flächiges Instrument ganz im Hintergrund ist und die Atmosphäre ausmacht, gibt eine coole Grundstimmung. Vielen auf dem Hinterhof. Ah genau, ich mag den tiefen Bass-Synth, der da ist. Er ist ein bisschen modularer, bewegt sich, der erzeugt auf jeden Fall Stimmung. Doch ich liebe das Drama. Schüsse fielen auf dem Hinterhof. Sie flüstern, sobald sie mich sehen. Doch stehen sie vor mir schweigend. Du darfst keinem was erzählen. Für die Texte krieg ich lebenslang Gefängnis. Die Presse bezeichnet TF schon als Hassband, wie ein Ehemann auf Englisch. Eine Hassband, eine verhasste Band und Husband, englische Wort für Ehemann. Auch nicht. Dämonen, die mich vor dem Tod bewahren, umklammern den Geist wie Protonenstrahlen. Das ist geil. Was? Tod bewahren? Protonenstrahlen. Auch cool. Du spießt auf 10 Spitzen wie Balletttänzerin. Mein Label meint, mein Outfit könnte dubios wirken. Axt und Anglerhut, keine Hose, doch Munitionsgürtel. Immer höher auf der Treppe des. Aufgespießt auf 10 Spitzen wie Balletttänzerin. Mein Label meint, mein Outfit könnte dubios wirken. Axt und Anglerhut, keine Hose, doch Munitionsgürtel. Immer höher auf der Treppe des Ruhms. Geliebt von den Fans, von der Presse verflucht. Scheiße auf Textinterviews von Backspin und Juicy. Rap die News und den Rest dieser Brut. Sehr coole Reimkette. Der Rest dieser Brut, viersilbig. Sehr cool durchgezogen. Auf, ich glaube, insgesamt 4 Zeilen. Sehr stark. Vor allem nicht immer nur Reim am Ende der Zeile, sondern auch zwischendrin. Noch immer auf dem Fahndungsblatt, aber gehen durch die Decke wie ein Fahrstuhlschacht. Deine Torte ist am Schienen, aber auch wieder Standard vom Vergleich her, aber Fahndungs, was Fahrstuhlschacht auf Fahndungsmast? Auf jeden Fall cooler doppelter Nomenreim. Aber gehen durch die Decke wie ein Fahrstuhlschacht. Deine Torte ist am Schienen, aber immer noch gut für einen dreckigen Porn wie Klerasil. Schlender durch die Trümmer deiner Stadt. Yeah. Das hatte ich auch schon mal im Kopf, also einmal Pornografie und einmal Poren, die Schweißporen und dreckige Poren und so weiter. Kann man machen. Du sprichst mit Kippe hinterm Ohr, nie wieder Kapseln schlucken, nie wieder fliehen vor den Fahndern. Doch ich liebe das Drama, Schlender durch die Trümmer deiner Stadt. Du sprichst mit Kippe hinterm Ohr, nie wieder Kapseln schlucken, nie wieder fliehen vor den Fahndern. Doch ich liebe das Drama. Schüsse fielen auf dem Hinterhof. Sie flüstern, sobald sie mich sehen. Doch stehen sie vor mir, schweigen sie. Du darfst keinem was erzählen.
Also ich finde es cool, dass so, also nach der Hook kommt quasi nochmal so eine, weißt du nicht, wie man das nennt, Afterhook oder irgendwie sowas. Dann finde ich es ganz cool, weil da ist ein Halftime-Effekt auf dem Beat, dass der Beat läuft in seinem Tempo weiter, aber das Drumset ist verlangsamt, wenn ihr mich verstehen könnt. Da gibt es diesen bekannten Halftime-Effekt und darauf rappt er sehr leise und nah an einem großmembranen Mikrofon, was dann halt eben diesen Nahbesprechungseffekt hat. Dieses Vertraute und Intime. Ja, gibt eine gewisse Atmosphäre. Es wirkt allerdings im Großen und Ganzen weniger wie aus einem Guss, als das, was man früher so von ihm gehört und gekannt hat. So steht's also gerade um Entertainment. Interessant. Ich bin froh, dass er immer noch High-Class-Technik-Rap macht, der sich gewaschen hat. Schade, dass die Videoqualität nicht mehr so da ist, wie man sie von ihm mal gekannt hat. Die war mal deutlich stärker. Vielleicht ist das Budget dafür einfach auch nicht mehr so da. Trotzdem, am Ende des Tages bin ich einfach nur froh, dass er immer noch gute Musik macht. Das war's von mir dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Bock habt, schaut doch gerne mal auf Twitch vorbei. Hier unten ist der Link in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.